Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Resident Evil Remaster. Ja, im letzten Part haben wir uns hier ins Untergeschoss des Innenhofs aufgemacht, was mich ein bisschen getriggert hat, auch offscreen. Anscheinend ist es wirklich so, wenn man diesen Flammenwerfer aufbraucht, kommt man, oder ich bin nicht weitergekommen. Das finde ich ein bisschen hart von den Entwicklern. Natürlich ist es halt ein Remake von der PlayStation 1, aber ich weiß nicht. Jedenfalls habe ich dieses Netz jetzt weggemacht und jetzt können wir dort weiter. Blöde Spinnen. Eigentlich sind Spinnen ganz süß. Aber was mir mal passiert ist, als ich Kind war, keine Ahnung, wie alt ich da war, ich glaube 11, 12, so weißt du, man spielt ja immer so ein bisschen und dann so auch im Kindesalter und so. Ich weiß nicht, was ich damals beim Fernseher geguckt habe, wie hieß es noch damals, Nickelodeon oder Togo oder sowas. Und dann auf einmal, ich lehne mich zurück, ich merke, irgendwas krabbelt doch hier, ne? Ich habe mich todes erschrocken. Und ihr kennt doch diese kleinen, ich weiß nicht, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, so kleine Spinneneier, so die so tausend, wenn sie schlüpfen, dann so tausend Spinnen, oder, nee, tausend Spinnen ist jetzt übertrieben, aber so 20, 30, 40, so ganz mini kleine Spinnen. Ich hab mich richtig erschrocken, ich so auf, oh mein Gott. Ich hab einen Schreck des Todes bekommen, so, ne, aber, ich dachte, wieso passiert mir sowas? Ja, okay, ich bin hier. Ja, und ich hab wirklich, okay, da gehen wir jetzt weiter. Schön. Ja. Auf jeden Fall. Ja, aber das sind ja auch nur Spinnen, ne? Keine Ahnung, was das für eine Spinneart war, aber ich glaube, Hausspinne? Wie gesagt, ich bin nicht so biologieaffin wie andere. Obwohl ich mich eigentlich schon dafür auch interessiere. Aha. Hier geht's nicht weiter, oder? Wir sind hier, okay. Verwenden. Zwei und ihr ahnt es, hier kann man schon drauf gehen. Machen wir das Ganze noch einmal. Und voila! Ja. Jetzt sehen wir auch mal die Sterbe-Animation. You are dead. Ja. Und dann muss ich schnell nach links. Ich war aber nicht allzu schnell. Aber das macht nichts. Spielladen. Haben wir dann auch einfach mal eine Sterbe-Animation gesehen. Oh, haben wir, glaube ich, sogar auch am Anfang vielleicht? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja. Achso, ich hatte ja gespeichert hier. Zack. So. Ich brauche die Kurbel noch. Natürlich. Ohne die Kurbel geht das nicht. Ich habe es auch mal mit der anderen probiert. Funktioniert nicht. Wir brauchen nämlich die Winde. Ah, das ist ein Sechseck. Okay, das eine ist viereckig, das andere sechseckig. Okay. Wieder in die falsche Richtung gegangen. Aber wir müssen hier lang, ne? Ja. Aber es muss schon fies sein, wenn du nicht abgespeichert hast, der ganze Spielstand hin. Also. Ach. So. Wir müssen wieder hier lang.
Vielleicht kriegen wir das ja jetzt hin. Warning, ja, verdammt. Ich hätte mich nochmal heilen sollen. So, eins. Nochmal. Aber theoretisch gesehen, wenn ich das noch einmal verwenden würde, dann wird er doch. Dann wird dieses Ding doch theoretisch, ich weiß jetzt nicht, ob ich das ausprobieren will, theoretisch gesehen nach unten fallen, oder? Also eigentlich. Oh, guck mal, was wir hier haben. Das können wir ja gut gebrauchen. Aha. Prüfen. Was haben wir hier drin? Ein Healspray. Ja gut, das nehmen wir doch, oder? Verwenden. So, damit sind wir wieder gesund. Kombinieren. So. Damit kann es weitergehen. Wir gehen hier rein. Und wir treffen, glaube ich, einen alten Bekannten wieder. Eine alte Bekannte. So. Aber zuvor müssen wir noch ein kleines Rätsel lösen. Wie war das denn noch? Wir müssen diese Statue da jetzt nämlich irgendwie reinbekommen. Ja, das sieht gut aus. Muss ich mich genau da vorstellen? Das ist so. Weil dieses Ding ist dazu da, du kannst es nicht ranziehen an oder zu dir ziehen, ne? Das ist halt das Problem. Ja, super. Obwohl, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ich hoffe, das reicht. Nochmal ein Stück, so. Zack, zack. Ja. Ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Das wird jetzt ekelhaft. Na komm. Schieben und schieben und nochmal schieben. Wie mache ich das jetzt am besten? Das geht jetzt. Nein, warum geht das wieder zurück? Wartet mal. Ist das so ein Ding, dass es nur nach rechts und nach links geht? Ach, das wäre ekelhaft. Obwohl, nee, ich hab's doch richtig. Ich hab's doch hier richtig. Nein! Oh Gott, ich dachte schon. Ich hab's doch richtig. Jetzt einfach nur noch schieben. Hallo. Jawohl. Hops. Jawohl. Einmal noch ein Stück nach hier. Und Sesam, öffne dich. Whee. Ein Zylinderkopf. Was haben wir hier eigentlich? Okay, das war's. Schön. Lass mich kurz nachdenken. Wir müssen hier jetzt wieder lang, ne? Oder? Ja. Weil das Untergeschoss ist doch ganz schön groß, deswegen muss ich auch immer häufiger auf die Karte schauen. Ah,
jetzt dann nach links. Und ohne diesen Zylinderkopf kommt man halt nicht weiter. Ich weiß nicht, ob man noch woanders Flammenwerfer-Munition bekommt, aber... Schreibmaschinchen. So. Brauchen wir diese blöde Kurbel jetzt eigentlich noch? Ich glaube nicht. Das heißt, die können wir ablegen. Bin mir aber auch nicht sicher. Aber eigentlich nicht, nein. Nein. Okay, wir hatten ja unser goldenes Schräubchen hier irgendwo. So, und wenn wir dann einfach mal kombinieren, prüfen. Ja. Es gibt nämlich, wie ihr schon sehen könnt, eine Zahlenkombination, die wir brauchen. Warum dauert das immer so lange? So, ich schreibe mir die mal auf. Moment. Ja, komm, schreibe ich die mir hier auf. Das ist... Ah, komm. Ich glaube, das müsste eine 4 sein, ne? 4, 2, 3, 1. Ja, 4, 2, 3, 1, okay. Bin ich eigentlich voller Gesundheit? Das haben wir so, das ist so, okay. Dann gehen wir weiter. Und zwar, wie gehen wir jetzt dann weiter? Nein, wir müssen hier lang. Ja, wir müssen hier lang. Das ist doch ganz schön groß. Und hier rein. Wir kommen nämlich auch langsam schon aufs Finale zu. Und wir haben ja schon das eine oder andere von der Umbrella Corporation gehört. Ja. Links, okay. Hier rein. Da, wo wir nämlich vorhin, oder ich glaube im vorletzten Part, die Schraube gefunden haben, da müssen wir einmal hin. Und zwar hier. Verwenden. Was? Dankeschön. Oh, warte. 4, 2, 3. Schön. Jetzt geht es nach unten. Ich krieg schon wieder Hunger. Hallo. Aber hier ist keine Schreibmaschine, ne? Nur eine Inventarbox, okay?
Obwohl, da müssen. Da ist die Tür, da müssen wir hin. Natürlich. Wir bekommen nämlich wieder Besuch. Hallo Lisa. Ich hoffe, wir sind richtig. Nein, ich bin einmal rumgegangen. Zurück. Nein, Lisa ist gut. Und hier rein. Oh Gott. Ich hoffe, die kann keine Türen aufmachen. Ich hatte auch, glaube ich, das letzte Mal versucht, sie auszugehen zu töten. Ich habe es aber nicht geschafft. Wenn es dann überhaupt möglich ist, ne? Obwohl mit dem Flammenwerfer vielleicht. Na gut. Jetzt spielen wir hier mal wieder ein bisschen. Kisten verschieben, kennen wir ja schon. Weil hier ist was drin, was ich gerne haben. Ja, was heißt haben will? Haben muss. Jetzt kommen wir nämlich nicht weiter. So, zack. Wiedersehen, Kästchen. Bis gleich. Und hier konnte man doch. Ja, genau, hier konnte man noch rauf. Schauen wir mal. Oh, eine Blendgranate. Die nehme ich gerne mit. Der Rest kann mir gestohlen bleiben. Geradeaus und dann wieder zurück. Ja, Lisa, komm. Komm her, Lisa. Komm. Na komm, Lisa. Na komm. Ja, fein. Oh, die tut mir auch irgendwie voll leid. Dass das auch immer mit so, aber schon heftig, dass die Umbrella Corporation sowas mit Familien macht. Aber die sind halt skrupellos, ne? Was willst du machen? Wenn das Geld stimmt, sagen viele, okay. Ich schenke mal kurz ein Glas zu trinken ein. In letzter Zeit habe ich voll viel Durst. Och, erschreckt mich doch nicht so. Nein, wir müssen nicht hier lang. Jawohl. Hier geht es nämlich noch nach unten. So. Schieben wir das Kistchen noch mal ein bisschen weiter. Hier ist nämlich, ich weiß nicht, ob das eine Müllpresse sein soll. Also als ich mal, ich habe ja auch mal bei Netto meine Ausbildung angefangen, aber nach 3 Monaten habe ich hingeschmissen, weil das war nichts für mich. Und da hatten wir auch so eine Papppresse, so eine kleine, das ist klein, die war schon groß. Und ja, da haben wir auch sowas, immer ja Papier zusammen, jetzt nicht gefaltet, aber zusammengequetscht.
Ein Flammenwerfer. Defekter Flammenwerfer mitnehmen. Jawohl. Ich weiß gar nicht, ob ihr den Hebel eben gesehen hattet. Den müssen wir jetzt nämlich aktivieren. Okay, links ist die Tür. Na komm her, Lisa, komm. Oh nein. Komm her, Lisa. Na komm. Komm her. Komm her, Lisa, ihr Fein. Komm her. Jetzt laufen wir mal schnell. Das müssen wir nämlich machen. Ich glaube, sie kommt immer noch von rechts, oder? Ich weiß es gerade nicht. Ich will ihr auf jeden Fall nicht in die Arme laufen. Da kommt sie. Oha, das geht auf Zeit? Als ob. Okay. Das ist ekelhaft. Nicht gedacht, dass das auf Zeit... Ja gut, ist Resident Evil. Was erwarte ich? Natürlich geht es auf Zeit. Wir haben sie zumindest ein bisschen zur Seite bekommen. Nein! Jetzt habe ich Schrot verschwendet. Dieses Vieh. Irgendwann. Ich versuche es so rum mal zu machen. Und jetzt Beeilung. Ja. Habe ich extra Schrot verschwendet. Aber muss mal kurz schauen, wo ist dieser? Irgendwo muss ja dieser Schalter sein. Das habe ich noch nicht so ganz gerafft, wo der sein soll. Komm, Lisa, komm her. Neben einer Tür. Okay. Frage ist, neben welcher Tür soll der sein? Lass mich kurz überlegen. Weil hier habe ich ja keinen gesehen. Eventuell am Anfang war was. Das weiß ich aber nicht. Ah. Okay. Wir gehen hier erstmal kurz rein und dann wieder raus. Oh nein! Ernsthaft? Oh, super. Sie stirbt leider nicht. Da ist die Tür. Okay, ich verstehe. Meine Aufgabe. Okay, dann locke ich sie noch mal ein bisschen. Ja, Lisa, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht schießen, aber du hast mir keine Wahl gelassen.
Lies. Da kommt sie. Umlegen. So. Kurz schauen. Und nach unten. Dankeschön. Vielleicht soll ich mal meine Munition kombinieren. Ich habe auch nicht mehr so viel Schrot. Blöd. Ein Raum mit Puppen. Eine riesige Sammlung voller alten Puppen. Sie sind alle verblasst und abgenutzt. Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. Unheimlich. Dass dieser in der Lage ist, noch Kerzen anzuzünden, aber. Na gut, na gut, na gut. Aber jetzt. Gehen wir weiter. Ihh, Schlangen! Lauf, 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 lauf! Ja. Also, ich sag mal so. Oh, jetzt sind sie weg. Verfolgen sie mich noch? Nein, okay. Oh, da ist ein Dolch. Ich meine, so Schlangen, sind ja eigentlich. Und eine Box. Schlangen sind ja eigentlich ganz. Ja, sweet, ne? Aber im Wasserschlangen, sträuben sich auch mir die Haare. Öfen, das haben wir ja. Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor-Virus verabreicht. Jessica, oh. Virus Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virus Fusion negativ. Aktion eliminiert. Virus Typ B. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virus Fusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderung. Konstante Ergebnisse beobachtet. Status Schutz beobachtet. Dauert an. Schutzbeobachtung dauert an. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mami ist verschwunden. Was haben die mit mir gemacht? Sie hat mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber ist jetzt von Lisa. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden. Muss Mamis Gesicht wiedergeben. Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt meine Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami im Kasten. Kasten steinhart, tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. Ja, und diese vier Steine haben wir zusammen. Wir gehen jetzt erstmal weiter. Ist hier noch was? Gibt's hier Schrotmuni? Nö. Ja gut, wenn hier keine Schrotmuni ist. Können wir auch nach oben gehen. Jetzt seht ihr mal gleich, wo wir rauskommen. Und zwar hier. Das Haus nämlich von Lisa. Ich würde aber gerne erstmal ins Haus zurück. Ich kann die abspeichern, ne?
Ach komm, wir gehen nochmal ins Haus zurück. Ich will gerne raus. Hier geht's nach draußen, okay. Jetzt haben wir nämlich alle vier Symbole zusammen. Aber ich werde jetzt nochmal schnell in ein Safety Room. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, weil das wäre ein bisschen ekelhaft. Lieber Zombie. Der merkt mich nicht, der schaut sich das Mondlicht an. Wo kommt der denn her? Oha, wie viele hier auf einmal sind. Ja moin, schnell weg hier. Oh mein Gott. Ja gut, ist ja auch ein Friedhof mehr oder weniger, aber... Ich überziehe den Part mal ein bisschen, weil ich zumindest noch zum Safety Room kommen möchte. So, und hier müssen wir jetzt nämlich nicht mehr hin. Wir können jetzt nämlich easy reingehen. Und hier hin. Dann sind wir gleich nämlich beim Safety Room. So, okay. Dann würde ich sagen, setzen wir hier einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part von Resident Evil wieder. Bis dann.